Wenn du Cello spielst, hast du wahrscheinlich so etwas zum Stimmen. Oder du hast vielleicht ein Handy mit einer Stimmgerät-App oder sonstiges. Dieses alles sind prima Mittel. Allerdings, wenn du im Orchester spielst oder wenn du mit mehreren zusammenspielst, dann helfen dir diese ganzen Geräte nichts. Und wie du das dort schaffst, wie du im Orchester dein Instrument ordentlich stimmst, das zeige ich dir nach dem Intro. Bleib mal dran. Ja, weißt du, im Orchester ist es einfach so, wenn jetzt mehrere Leute zusammensitzen und jeder stimmt sein Instrument, worauf soll denn das Stimmgerät dann hören? Das kommt natürlich durcheinander und du weißt danach nicht mehr, ob du jetzt dein Gerät gestimmt hast oder ob das Stimmgerät gerade auf ein Cello vom Nachbarn reagiert. Also, du bist mit dem Gerät definitiv aufgeschmissen. Es funktioniert einfach nicht. Alle Orchesterspieler verwenden die gute alte Methode und die gute alte Methode heißt, benutze deine Ohren. Und ich weiß, es ist unbequem zunächst einmal, aber ich will es dir heute doch zeigen, weil es so wichtig ist. Im Orchester ist es so, dass ein Instrument dir das A geben wird. Im Symphonieorchester macht es die Oboe, die gibt das A an die erste Geige, an den Konzertmeister und der verteilt das A dann weiter an alle Streicher. Also kriegst du ein Geigen-A vorgespielt. Alleine ist es etwas anders, dann nimmst du eine Stimmgabel oder du hast ein Klavier, dann spielst du dir auf dem Klavier das A vor. Irgendwo musst du dir jedenfalls eine Vorlage holen. Ich zeig's dir jetzt mal mit der Stimmgabel. So eine kleine Stimmgabel, hast du ja bestimmt schon mal gesehen, die hat unten eine Kugel dran und oben eben diese zwei Gabeln, die zum Schwingen anfangen. Ich schlage sie aber ganz gerne am Knie an, weil auf dem Instrument ist es mir einfach zu schade dafür. Ne? Also ich mache es so, jetzt schwingt die Gabel. Zuerst einmal hörst du überhaupt nichts. Diese Gabel braucht nämlich einen Resonanzkörper und den bekommt sie dann in dem Moment, wo du die Kugel auf die Decke stellst. Jetzt ist sie allerdings ausgeschwungen, jetzt schlage ich sie nochmal an. Ja, so, jetzt stelle ich sie da drauf. Und du hörst das A. Ja? Und damit kannst du jetzt dein eigenes A vergleichen. Machen wir das mal. Also nochmal anschlagen. Diese Stimmgabeln haben ein A um die 440 Hertz herum. Ich verwende eine etwas höhere Stimmung, dafür habe ich auch eine etwas höhere Stimmgabel mit 443 Hertz. Aber das tut nichts zur Sache. Zunächst einmal nimmst du die Stimmgabel und vergleichst jetzt deinen Ton damit. Also. Wenn diese beiden Töne gut zueinander passen, dann gibt es einen sehr ruhigen Klang. Wenn sie nicht zueinander passen, dann passiert da eine leichte Schwebung. Ich probiere es nochmal aus. Also irgendwas gefällt mir noch nicht so ganz daran. Jetzt werde ich hergehen und werde meinen Feinstimmer nach unten drehen, damit ich weiß, ich bin mit meiner Saite etwas tiefer. Also, du kennst das Prinzip, gell? Der Feinstimmer wird gestimmt gegen den Uhrzeigersinn. Also wenn ich jetzt als Cellist hier sitze, wenn ich mit dem Daumen ziehe, wird der Ton tiefer. Ja? Probieren wir es jetzt mal aus. Vielleicht hast du es gehört, jetzt schweben diese beiden Töne gegeneinander. Ich versuch's nochmal. Ja? Und wenn ich mich jetzt von unten wieder annähere, passiert das, dass diese Schwebung langsamer wird, bis hernach ein stehender Klang entsteht, wenn es dann wirklich stimmt. Schwebt noch leicht, gell? Nochmal. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich versuche es noch ein bisschen höher. So, jetzt habe ich einen Klang, der ruhig dasteht und damit weiß ich, mein A passt jetzt zu dem A der Stimmgabel.
Ganz offen, es ist etwas leichter im Orchester, das von der Geige oder von einem anderen Cello abzunehmen, weil die Klangcharaktere einfach ähnlicher sind. Das wird dir leichter fallen. Umso leichter wird es dir natürlich fallen, wenn du es vorher mit einer Stimmgabel auch geübt hast. Ja? So, nun haben wir aber nicht nur eine Saite. Wir haben jetzt hier ein A gestimmt. Ja? Davon gehen wir aus, dass das jetzt stimmt. Was mache ich als nächstes? Ich passe jetzt mein D daran an. Vielleicht hörst du, dass das jetzt auch so ganz leicht am Schweben ist, so in dieser Geschwindigkeit ungefähr. Ich mach's nochmal. Hörst du das so? Ungefähr in dieser Geschwindigkeit. Also, jetzt weiß ich, meine D-Saite passt nicht wirklich zur A-Saite. Was ich allerdings nicht weiß, ist das D jetzt zu hoch oder zu tief? Wenn ich das wissen möchte, empfiehlt es sich, die Saiten einmal hintereinander zu streichen. Das mache ich jetzt mal, vielleicht kommen wir dann drauf. Irgendwie kommt mir das ein bisschen hoch vor. Ich mache jetzt auf jeden Fall eins. Ich werde jetzt auf jeden Fall das D so weit runter stimmen, dass ich sicher weiß, ich bin zu tief mit dem D. Also mal wieder gegen den Uhrzeigersinn hier drehen. Ja? Daumen zieht, damit die Saite tiefer wird. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist auf jeden Fall zu tief. Ne? Das ist kein schöner Klang. So, und jetzt probiere ich es nochmal aus. Wie verhalten die sich zueinander, wenn ich beide Saiten streiche? Ja, da ist eine Schwebung drin, so in dieser Geschwindigkeit ungefähr. Ja? Ach, übrigens. Natürlich ist das gleichmäßige Anstreichen von Saiten eine Herausforderung für dich, wenn du stimmst. Und natürlich wird es dir gut tun, wenn du das lernst. Einstweilen kann es aber sein, dass du hier die Balance nicht findest und irgendwie diese beiden Saiten so verzitterst, dass sie gar nicht wirklich ihren Ton zeigen. Wenn du nämlich zu stark draufdrückst auf eine Saite, dann wird der Ton tiefer. Wir müssen also etwas machen, damit die Saiten auch wirklich den Ton hergeben, nachdem sie gestimmt sind. Und jetzt ein kleiner Trick. Mach es im Aufstrich von der Spitze her, dann läufst du am wenigsten Gefahr, dass du irgendwie den Ton kaputt drückst dabei, ja? Also das schwebt immer noch. Ich gehe jetzt nochmal höher. Also im Uhrzeigersinn, ja? Der Daumen schiebt. Jetzt klingt es schon sehr, sehr ähnlich, ne? Jawohl. Jawohl, jetzt habe ich mein D gestimmt. Was ich jetzt zustande gebracht habe, ist eine reine Quinte. Eine reine Quinte ist ein Klang, für Physiker, ja, bei dem die obere Saite dreimal schwingt, während die untere Saite zweimal schwingt. Also wir reden hier von ungefähr, bei dieser A-Saite, die ist ja eine Oktave tiefer als die Stimmgabel, demnach ist es die Hälfte von 440 Hertz etwa. Da sind wir also bei 220 Hertz. Dann wirst du hier ungefähr bei, sagen wir mal, 146 ungefähr sein. Dann hast du ein Verhältnis 2 zu 3. Hertz heißt übrigens Schwingungen pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? In einer Sekunde schwingt diese Saite 220 Mal hin und her. Ja? Aber das genaue Verhältnis, das hören wir tatsächlich. Das habe ich dir mit dieser Schwebung gezeigt. Die entsteht nämlich auch zwischen der D- und der A-Saite. Ja? Und wenn diese Schwebung stehen bleibt, dann hast du wirklich dieses Verhältnis von 2 zu 3. Hören wir es uns nochmal an. Da schwingt ein Ton mit beiden Saiten.
Das ist dieser Ton. Vielleicht kannst du den raushören hier in dem Video. Und dieser Ton, der bleibt so schön stehen. Dann haben wir wirklich eine reine Quinte. Übrigens darfst du dich nicht wundern. Stimmgeräte haben in der Regel keine reine Quinten. Die sind nämlich nach der sogenannten wohltemperierten Stimmung eingerichtet und stimmen genauso, wie ein Klavier stimmt. Aus physikalischen Gründen kann man ein Klavier nicht mit reinen Quinten stimmen, weil du mit festgesetzten Tönen sonst nicht in allen Tonarten gleich spielen kannst. Aber das ist mal ein anderes Kapitel. Wundere dich bitte nicht, wenn du jetzt das A mit dem Stimmgerät abnimmst und das zeigt richtig an beim Stimmgerät. Das kannst du ja machen. Dann wird sich das D im Stimmgerät jetzt als zu tief zeigen. Das ist richtig und normal. Bitte wundere dich nicht. Ich wollte es dir bloß mal gesagt haben. Jetzt gehen wir weiter. D und G. Da stimmt auch irgendwas nicht. Also gehe ich mit dem G wieder tiefer, gegen den Uhrzeigersinn, du kennst es jetzt schon, ne? So. Das ist wirklich zu weiß, dass ich wirklich weiß, jetzt ist es zu tief. Ja, also das klingt jetzt grausam, ne? Jetzt wissen wir wirklich Bescheid, die Saite ist zu tief. Also gehen wir hoch und schauen mal wieder. Klarer. Vielleicht hörst du oben drüber diesen Ton. Der steht dann wieder so drüber. Der schwebt noch ein bisschen. Es geht noch ein bisschen höher. Ja, so klingt es sehr schön ruhig. Und jetzt mache ich weiter mit der C-Seite. Auch da gehe ich wieder runter, bis ich zu tief bin. Ich mache es wieder höher. Jetzt habe ich mein C. Ja, diese Klänge sind gewöhnungsbedürftig. Du musst dich tatsächlich daran gewöhnen, wie das richtig klingt, wenn es sauber ist. Im Moment kannst du dich mit deinem Stimmgerät retten. Ich meine, so falsch ist es ja auch wieder nicht, ne? Mit diesen veränderten Quinten von dem Stimmgerät. Damit kannst du dich retten. Du kannst dich aber auch erinnern, dass wenn die A-Seite stimmt, dann wird die D-Seite ein klein wenig zu tief sein. Die G-Seite wird dann noch ein klein wenig mehr zu tief sein und die C-Seite, die wird sich am tiefsten gegenüber dem Nullpunkt zeigen. Dann kannst du ungefähr richtig sein. Wenn es gar nicht geht, ja, rette dich und stimm wieder nach Stimmgerät jeden Ton einfach auf Null, dann hast du auf jeden Fall schon mal das Cello wieder brauchbar, dass du damit spielen kannst. Aber bitte sei so gut, übe diese Quintenstimmung. Du wirst sie brauchen im Orchester und im Orchester ist es übrigens schwieriger als hier, weil da stimmen ja andere Leute noch ihre Instrumente. Da musst du dein eigenes Instrument dann raushören aus den anderen, was auch nicht so ganz leicht ist, aber mit Stimmgerät schaffst du es dort schon gar nicht. Ja, übrigens im Mitgliederbereich von Bogenbalance, da gibt es eine Rubrik, da gibt es so bestimmte Beiträge, die kostenlos sind. Da gibt es auch nochmal einen Beitrag über das Stimmen und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die Stimmtöne eingestellt. Also ich habe sie einfach vorgespielt zum Nachhören und auch das Instrument danach stimmen. Wenn du das nutzen willst, melde dich einfach im Mitgliederbereich an und dann findest du das Video und die entsprechenden Töne. Das kann man machen. Manchmal kann es allerdings auch sein, gerade jetzt im Winter passiert es häufiger mal durch die Temperaturschwankungen, wenn man rausgeht, durch starke Trockenheit in den Räumen, kann es passieren, dass mal ein Wirbel ganz runterrutscht. Ich mache das mal vor. So, dann kommst du her und merkst dann auf einmal,
dass die Saiten drumherum auf einmal höher klingen, als sie eigentlich sollen. Das ist viel zu hoch. Und diese Saite ist schlapp. Das kann leider passieren. Und in diesem Fall musst du tatsächlich mit den Wirbel umgehen. Jetzt nur ein kleiner Trick vorneweg. Bevor du dir eine Saite mit dem Wirbel hochziehst, schraube bitte den Feinstimmer recht weit raus, sodass du dann, wenn du den Ton mit dem Wirbel hochstimmst, noch den letzten Weg mit dem Feinstimmer stimmen kannst. So läufst du nicht Gefahr, dass du die Saite mit dem Wirbel überziehst und die Saite reißen würde. Ja? Sei damit also vorsichtig. So, wie macht man das? Ein Wirbel hält dann, wenn gedreht wird und gleichzeitig der Wirbel hineingedrückt wird. Du kannst es also so machen, du zupfst die Saite hier an. So, und jetzt drücke ich den Wirbel rein. Am besten zupfe ich sie immer so an, dass ich gleichzeitig dann hören kann, wie sie hochkommen. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt sind wir schon auf dem H. So, und jetzt sind wir da. Ja? Hast du gemerkt, es kommt also wirklich darauf an, dass du beim Drehen den Wirbel hineindrückst. Der ist ja konisch geformt und klemmt sich dadurch in dem Wirbelkasten fest. So funktioniert es. Und dann gehst du natürlich beim letzten Stück. Na, das habe ich jetzt zufällig ziemlich genau getroffen. So, jetzt gehe ich wieder ein bisschen höher. Nein, das war zu viel. Und jetzt habe ich mein C gestimmt. Wie du damit umgehst, wenn eine Saite gerissen ist. Darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Und wenn du mal hier auf den Button klickst, dann kommst du zu diesem Video und kannst dir das nochmal genau anschauen. Da wird genau erklärt, wie das auf dem Wirbel aufgezogen wird, die Saite. Und wie du die Saite unten beim Feinstimmer einhängst und so weiter. Das brauchen wir jetzt in diesem Video nicht nochmal machen. Aber schau es dir mal ruhig in diesem anderen Video an. Dann bist du immer gewappnet und kannst in jeder Lage mit deinem Instrument selber umgehen. Es wäre doch schade, wenn du dafür jedes Mal zum Lehrer oder vielleicht sogar zum Geigenbauer rennen müsstest. Das kann man doch wirklich selber machen. So, und nun wünsche ich dir gute Erfahrungen dabei. Wie gesagt, Stimmen ist Übungssache. Lass dich nicht kirre machen, mach's immer wieder. Du wirst mit der Zeit merken, es geht immer leichter. Und die Sicherheit, wie diese beiden Töne zueinander klingen, die steigt mit der Zeit. Es wird dir immer leichter gelingen und das brauchst du auch für das Ensemblespiel. Und damit wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg beim eigenen Stimmen. Bis zum nächsten Mal.